Wir haben uns ausgesucht, also was für die Ohren auch schädlich sein kann, so wie die Klasse, die eben war. Und ja, ja. Und haben die dann in die Kiste reingeklebt und da sind auch ein paar, also CDs drin von dem Rap und so. Ohren gemalt, aber komplett mit Gehörgang, mit allem drum und dran.
getragen. Also es sind ganz, ganz viele Sachen entstanden. Es sind Spielaktionen laut und leise. Wir haben ganz viele Sachen, was man heute Morgen schon gesehen hat, fürs Gleichgewicht gemacht. Also das Projekt hat Ende Januar angefangen und es ist immer noch am Laufen. Und so wie die Kinder auch mitarbeiten, wird es auch im Moment weiterlaufen. Wer Interesse hat, wir stehen ganz unten in der Schule mit einem Infostand. Es waren schon viele da, die auch mal geguckt haben. Und wir sind auch noch ein bisschen da, dass man das mal nachschauen kann. So, super. Dann würde ich sagen, der Delegation der Kinderkreisstätte ist jetzt der Standort. Ein herzliches Dankeschön. Und wir haben heute Morgen noch weiß, welche blauen Helme das waren, weiß einzustufen. Euer Applaus, Sie Applaus, Ihr Applaus für den Preis des Wettbewerbs der Lernen hier. Genau. Frau Stellvertreter, eine ausreichende Anzahl von Tassen heute Morgen. Die Siegerehrung eingeleitet haben, mich eben filmen, die Klasse R9, und wir als Mitglied der Schulwerke. Da sind dann auch die tollen Schauspieler dabei. Ja, den Film haben wir alle gesehen. Der Lehrer, der das Projekt geleitet hat, konnte man nicht. So, wir haben den Film jetzt am Anfang gesehen, wie viele die beim Reinkommen noch waren, schöner Film. Das heißt, ihr wollt jetzt natürlich wissen, was ihr gewonnen habt, oder? Ja, das ist übrigens eine Runde Kartoffelschäfte von Martin Lorenz. War das falsch? Nein, das ist natürlich ein anderer Preis. Also, für die Klasse R9 der Alt-König-Schule in Hohenberg, auch ein Sieger von Lern und Hören des Projektes Steckelschule für Gesundheit, ein Wort Gesundheit. Herzlichen Glückwunsch! Eure Urkunde und euer Applaus für den schönen Film. Ja, so, ich danke euch alle für die Teilnahme jetzt bei der Siegerehrung und ich freue mich auch, dass ihr alle heute gekommen seid. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei der Veranstaltung gehabt. Und ihr fahrt zum Glauben wieder nach Hause. Es war sicherlich ein langer Tag und wenngleich jetzt die Veranstaltung für die Erwachsenen noch ein bisschen weitergeht, nehme ich an, dass ihr jetzt dann langsam die Heimfahrt antretet und euren Eltern dann von eurem Tag erzählen könnt. Dann wünsche ich euch eine gute Heimfahrt und alles Gute.